Leute at home, was geht ab? Wir freuen uns sehr. Welcome. Ein Jahr Lockdown und wir halten hier für euch immer noch die Stellung aufrecht. Delivern euch nach Hause nice Choreos am Start, Mr. Reese. So sieht's aus. Also, wir sind hier wieder für euch. Wir haben natürlich uns eine neue Location ausgesucht, damit wir ein bisschen Farbe haben. Ne? Aber wir haben uns was ganz, ganz Tolles für euch ausgedacht. Also tanzen wir für euch und dann erklären wir es euch. Richtig? Let's do this. Let's do this. We've been together less than a week, but I swear it seems like 2 years at least. Whether face to face or over the phone, when I hear your voice, I'm right at home. You're so beautiful, more than a man could ever. So ihr Lieben, jetzt erklären wir euch die Choreo. Das Ganze fängt hier so an der Wand an und ich fange auf der 1 an nach vorne zu laufen. Das heißt, wir haben 1, 2. Das heißt, wir bewegen den Arm halt ganz cooles Hip-Hop, wie ihr kennt. Ne? Also es ist 1, 2. Bei 3 gehe ich mit dem rechten Fuß raus. Dabei twiste ich ganz klein mit meinem linken Fuß. Zack, und gehe wieder rein. Die Arme nach vorne ziehen, absetzen. Im Moment, wo ich jetzt absetze, gehe ich hoch. Kennt ihr von woanders? Ich nenne es die Rakete. Also, das heißt, wir sind hier. Wir haben 1, 2, 3, 4. So, sobald ich runterkomme, kommt der Fuß raus und ich twiste einmal. Das heißt, 3, 4, 5 und 6. Danach haben wir ein Jump and Cross, das habe ich euch schon mal erklärt. Hierhin, rein, kreuzen. Ferse, X-Beine, kreuzen. So, das Ganze mit dem Arm vorne. 7, 8. Okay? So, von hier, kurz mal nochmal wiederholen. Der erste Achter, ich fange hier an. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. Von hier drehe ich mich, aber ich lasse mir ein bisschen Zeit. Ich drehe 1, 2, auf 3 nehme ich das Bein hoch. Achtung, 1, 2, 3 und drehe weiter. Und 4, sowas wie ein Palibre. Ich gehe also Step, Step und gehe gleich damit nach vorne und knick ein. Achtung, vor der Drehung, drehen. Bein hoch, Step, Step, nach vorne, ein Knick. Das muss die 6 sein. Das heißt nochmal, wir haben hier 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Danach hüpfe ich nur kurz zur Seite und mache 7, 8. Das heißt ein kleiner Swift, Slide, Arme hoch und runter. Weiter geht's rüber. Von hier, wir fangen auf die 1 an mit einem Roundabout, rechtes Bein raus, Wechsel links, Step. Step, Step, Kick, Kick, bring it up, rechts, links, rechts, slide four. Oh mein Gott. One more time. Ja, wir fangen an. 1, 2, 3 und 4. Kick, 5 und 6. Rechts, links, 7, 8. 1, 2, wave dir ein bisschen nach vorne, zieht das Bein nach. 1, 2, rechtes Bein nach hinten, links zieht ihr hoch, Step, Step, landet hier auf 4, 5 ist Pause und Kopf zur Seite, Mitte, jump out and out, in, out. One more time, mein Part, wir machen 1, 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8, 1, 2 und 3. 4, Pause, look, hit, hit, out and out. Woo. So, einmal nochmal von vorne. Beide Teile, let's go. Beide Teile. So, wie ihr gesehen habt, ich mache am Ende die 8 mit, okay, bevor wir rausgehen. Achtung, einmal von vorne, komplett durchziehen. Woohoo. Los geht's. 5, 4, nee, Quatsch, andersrum. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3 und 4. 5 und 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. Bring 1, 2, 3 and 4, hold 5, 6, 7 and 8 and 1. Walk it up, walk it up. See you next week. Peace. 1.